Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus dem Hauptstadtstudio Delanistan. Hallo und herzlich willkommen zu einem Dela Kochstudio. Es ist August 2022 und bei mir ist wieder mal mein wundervoller Assistent, der Jonas. Hallo. Ja, Jonas, was haben wir heute für große, unanständige Pläne mit Fleisch? Wir wollen Rippchen im Dutch-Ofen zubereiten. Ja, den Dutch-Ofen bekam mein Vater zu seinem Geburtstag geschenkt. Und es wird jetzt heute die Einweihung für dieses Gerät. Wir haben aber schon ein bisschen Dutch-Ofen-Erfahrung, denn du hast ja auch einen. Genau. Genau, das Ding dürfte grundsätzlich relativ baugleich sein. Ja. Auch so vom Füllvolumen her. Ja. 3,7 Liter hat er hier. Okay. Dadurch, dass ein neues Gerät ist, müssen wir da gleich noch ein paar vorbereitende Arbeiten machen. Möchtest du das elaborieren? Ja, der wird erstmal kräftig ausgespült, damit alle Produktionsreste weg sind. Dann wird er trocken gelassen, mit Öl eingerieben und dann eingebrannt. Sprich, wir machen den Kugelgrill heiß, stellen das rein und gucken zu, wie es lustig raucht. Hm. Weißt du, ob das eine Richtlinie gibt, wie lange? Also bis es aufhört zu rauchen, oder? So ungefähr, ja. Okay. Gut, dazu zu diesen Rippchen soll es geben Kartoffelspalten, also so Western-Kartoffeln. Das ist quasi mein Zuständigkeitsbereich primär. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir eine Gewürzmischung machen aus Öl, Pfeffer, Salz, Magic Dust und Kräutern eventuell. Das wird dann alles in einer kleinen Plastiktüte durchgeschüttelt, dass das schön einmariniert und später auf ein Backblech gestreut und ungefähr 40 Minuten bei 200 Grad gebacken. Der winzig kleine besondere Kick wird dann sein, dass wir in den letzten 5 Minuten, bevor wir die Kartoffeln aus dem Ofen holen, noch ein bisschen frisch geriebenen Parmesan darüber streuen. Genau. Ansonsten, die Idee ist die, dass wir in den Dutch-Ofen als erste Schicht, also als Bodendecker quasi, eine kleine Schicht aus Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, Scheibchen als Bodendecker machen. Da oben drüber kommt dann ungefähr 250 Milliliter passierte Tomaten und ein Schluck Apfelsaft. Der Apfelsaft ist so ein bisschen für die Süße. Nehme ich an. Ja. Anschließend wird dann Barbecue-Soße, genau. Die kommt da auch mit rein, beziehungsweise muss ich gucken, ob das Fleisch damit noch irgendwie zusätzlich behandelt wird. Ich glaube nicht. Aber ich hatte das so verstanden, als macht er die Barbecue-Soße oben drauf. Aber das gucken wir gleich. Und das Fleisch wird eben vorbehandelt, in dem Sinne, dass wir das in Brötchen schneiden, die halt in den Topf reinpassen von der Biegung her. Und dann mit die Silberhaut entfernen und dann einreiben mit Magic Dust. Genau. Also ich glaube, da müssen wir gar nicht so richtig viel schneiden, weil die sind ja biegsam. Kann man ja in Runde. Das weiß ich halt nicht, wie gut das geht, aber da bist du ja da, ja, so Mensch ist mit Kraft. Klar. Gut, dann würde ich sagen, fange ich jetzt schon mal an mit Schneiden. Und du meldest dich gleich wieder, wenn du den Ofen einbrennst. Ja. So wird's gemacht. So, wir haben jetzt schon mal den Kugelgrill angefeuert. Ja. Mit was? Brikett? Mit Brikett. Also, die sind gerade im Anzündofen. Mhm. Mach jetzt Öl rein und dann wird der quasi kopfüber
aufgestellt? In den Grill gelegt, Deckel drauf, bei 200 Grad eine Stunde. Ausgebrannt. Genau, eingebrannt. Gut. Ich habe jetzt Paprika geschnitten. Das waren, glaube ich, insgesamt 5 Stück. Sind aber so kleine Spitzpaprika. Eine große Gemüsezwiebel geschnitten. In größere Scheibchen, sag ich mal. Ich habe einen chinesischen Knoblauch, also eine so eine chinesische Knolle. Die sind kleiner als die richtigen Knollen, bedenken. Also das entspricht ungefähr 3 Zehen, würde ich behaupten. Ja. Die Knoblauchmenge habe ich jetzt halbiert. Das heißt, die eine Knoblauchhälfte geht in die Soße und die andere Knoblauchhälfte kommt mit in die Kartoffeln. Ah. Das heißt, der eine bleibt etwas gröber, die anderen hacke ich jetzt gleich noch ein bisschen feiner, damit es schön wird. Und dann fange ich an, die Kartoffeln zuzubereiten. Du würdest jetzt indessen den Dutch Oven vorbereiten, dass der ausbrennt, mhm, und danach die Silberhaut entfernen, dass wir mit dem Fleisch weitermachen können. Ja. Gut. So, wir haben jetzt die Rippchen schon mal anvorbereitet. Genau, ich habe da die Silberhaut entfernt mit einem neuen Trick, den ich gelernt habe. Mhm. Und zwar fährt man am den äußersten Knochen mit einem Löffelstiel. Da geht man unter die Silberhaut, löst sie damit ab. Durch den runden Stiel reißt das nicht so schnell. Und wenn man das quasi abgehebelt hat, kann man das wunderbar abziehen. Am besten mit einem Stück Küchenpapier oder so, damit man nicht abrutscht, weil das halt recht fettig ist. Hm. Man macht das einerseits, damit es nicht zerrig wird, weil dieses Zeug ist sehnig im Prinzip. Genau, das ist halt ein großes Stück Sehne. Da kaut man halt sehr drauf rum. Und das Gewürz zieht halt nicht dadurch. Deswegen, wenn man das rundherum einwürzt, ist es besser, wenn die schon weg ist und dann kann das Gewürz besser ins Fleisch einziehen. Genau. Ich habe jetzt die Drillinge geviertelt und in Stückchen geschnitten. Habe eine Marinade angerührt aus Öl, Magic Dust, Pfeffer, Salz und klein gehackten Knoblauch. Habe die Kartoffeln da reingeworfen und bitte dich jetzt darum, das einmal ordentlich durchzuschütteln. Hast du hier schon einen Rosmarinzweig drin? Nein, aber den machen wir, wollen wir. Ja, gut, ja, ist egal. Können wir auch runterboxen. Stimmt. Genau, es kommt noch ein Rosmarinzweig rein und dann wird es ordentlich verschüttet. Das war jetzt ungefähr 1 Kilo Kartoffel. Genau. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die Marinade vom Fleisch und die von Kartoffeln sehr ähnlich ist. Und das ist zu gleichförmig schrecklich. Nö, deswegen habe ich eben diese Zitronen-Thymian-Soße. Mhm. Die habe ich jetzt nicht da rein gemacht, aber ich denke, die kann man da dazu sehr gut essen. Ja. Und dann wird das, denke ich, ganz flauschig. Okay. Zumal ja die Kartoffeln, die Marinade backt in den Kartoffeln sehr gut ein. Also die wird nicht sehr stark werden, denke ich. Okay. Und danach kommt dann eben, wie gesagt, dann noch ein bisschen Parmesan drauf. Der macht ja auch nochmal einen Unterschied. Also im Großen und Ganzen, denke ich, dürfte das hinhauen. Ja. So, was ich jetzt noch tun würde, ist, dass ich schon mal die Soße mische. Also Apfelsaft und Tomatensoße. Weil dann können wir den Dings einfach in den Kühlschrank stellen, den Messbecher. Würde ich nicht mal, würde das gar nicht live mischen. Genau. Gut. Gut. Anbrechen, dann ist die Temperatur auch egal. Okay, dann warten wir jetzt einfach auf den einbrennenden Dutch Oven und sind mit den vorbereitenden Tätigkeiten soweit erstmal durch. Wir hören uns später wieder. So, der Topf ist entsprechend ausgebrannt. Eingebrannt. Wir haben ihn jetzt ein kleines bisschen auskühlen lassen, richtig? Mhm. Und ich fülle jetzt schon mal die Bodendeckerschicht aus Zwiebel, Paprika, Knoblauch in den Topf.
Jetzt tue ich die ganze Tüte da rein. Will man das nicht ein bisschen verteilt haben? Ja, das verteilt sich ja von selbst. Deswegen, liebe Freunde, habe ich eine wundervolle Assistenzkraft. Die ist nämlich viel klüger als ich. Ja, das kann ruhig ein bisschen zusammenkleben, das fällt dann ja nachher durch die Hitze auseinander. Gut. Warte, erst kommt die Soße. Erst kommt die Soße, dann mache ich das Fleisch. Oh. Genau, du machst bitte einmal ein Beweisbild von Schicht Nummer 1. Das ist genau. Davon 200 Milliliter. Also wir und das gießen davon ist Apfelsaft. Apfelsaft, wollte ich gerade sagen. Ich hätte da mit jetzt Tomaten verkürzt direkt. Genau. Okay. Und 250 Milliliter Tomaten, passierte Tomaten. Weil wir nämlich mit den Mengen ein bisschen flexibel sind, mischen wir das erst und sehen dann, wenn es zu viel wird, dann können wir das genau quasi als fertiges Gemisch. Ja, das stimmt, das ist eine bessere Idee. Denkst du, das passt schon? Warte, den Barbecue, da kommt ja auch noch Gewürz rein. Auch ein bisschen. Den Pfeffer und Salz hast du schon draufgenommen, ne? Oder ist das noch ein Beutel? Das habe ich mit drauf gemacht. Nee, das ist nicht schlimm. Gut. Also die haben jetzt gesagt, ein paar Löffel von dem Barbecue ab mit dran. Und ich hätte vielleicht auch in die Soße schon einen Löffel Barbecue-Soße mit reingerührt. Erste Geschmackstest? Ja, gefällt. Also ich schmecke tatsächlich zwischen verschiedenen Barbecue-Soßen selten einen Unterschied. Okay. Aber schlecht ist nicht. Das einmal schön umrühren und ein Foto machen. Du kannst das auch mit dem Messer umrühren, wenn es. Ja, aber ich. Ja, damit sich die Barbecue-Soße einbildet. Ja, und dieses Plastik. Ja, deswegen zerkratzt es ja alles. Na gut. Das wird dann großflächig darüber gegossen. Dann hätte ich jetzt unten drunter, also jetzt unten in die Soße rein, den Thymianzweig im Ganzen gelegt. Rosmarin? Rosmarin. Ja. weil den kann man dann im Ganzen auch wieder rausnehmen, wenn er einen stirbt. Kannst du auch zwei Zweige nehmen, ich glaube. Genau. Viel hilft viel. Genau. So, ja. Dann brauchen wir davon noch ein paar Reisbild. Vorrang. Und jetzt würde ich anfangen, denn das Fleisch in Barbecue Rub, also mit Magic Dust einzurubbeln. Genau. Ja, eingerieben und kreisförmig eingeschlichtet. Hochkant aber. Genau. Kreisförmig hochkant vom Rand nach innen. Hier ist noch einmal mehr. Ja, ich gehe aber nur zum Kompost. Okay.
Du kannst auch die große Sedo. Nee, die kleine reicht, glaube ich. Okay. Ja, das Ganze wird jetzt mit Magic Dust eingerieben. Von beiden Seiten nehme ich an. Ja, genau, rundherum. Und der sollte auch nicht sparsam sein mit dem Zeug. Genau, okay, hier ist noch ein bisschen Silberhaut dran, dass der Kontakt das nicht so gut einzieht. Aber das ist dann jetzt halt so, dann muss das daher ja. Halt durch ganzen Dampf und so, wenn das passiert. Abfallen. Warte mal, halt das mal kurz hoch. Okay. Gut. Ich lache über die Ausmaße des Ganzen. Ich glaube, die Hälfte der Menge hätte auch gereicht. Niemals! Ja, dieses Magic Dust Zeug ist allgemein, finde ich, eine hervorragende Erfindung. Ich mache das an sehr viele Sachen ran. Ich mache das auch an meine Nudelsoßen ran und so. Ja, ich muss mir das nochmal eine Charge selbst angründen, weil man kann das fertig kaufen, das kostet dann aber meistens ein Schweinegeld. Ja, 10 Euro für die große Büchse. Ja, und dafür kriegst du ungefähr die doppelte Menge. Fünffache Menge, ja. Wenn du es dir selbst machst. Und kannst dann halt noch ein bisschen... Ja, aber sich selber machen ist immer billiger. Ein bisschen steuern und an den eigenen Geschmack anpassen. Und immer haben sie noch eins. Gibt es da eine, also welcher Teil von den Rippen ist das jetzt? Der hintere. Knochen. Rippenbogen. Stell dir einen Rippenbogen vor. Ja. Ist es das obere Ende, das an der Wirbelsäule ist, die Mitte oder die untere Spitze? Das sollte die Mitte sein. Also zumindest okay. Anders als Schellrippchen deklariert. Und das andere, was wir hatten, das war dicke Rippe. Das ist mehr aus dem, der untere Teil. Aus dem Bauchbereich quasi. Ich verstehe. Ich bin mir tatsächlich mit der Apfelsoße nicht so ganz sicher, aber. Du hast mich gefragt, ob wir Apfel oder Bier nehmen. War für Apfel. Ich verstehe, also es ist im Prinzip deine Schuld. Nein. Nur weil du Verantwortung versuchst abzugeben, als du los bist. Ich bin nur das Assistenzäffchen. Was vermutest du, wie viel rohe Gewalt nötig sein wird, um... Um alles reinzukommen? Ja. Oh, ein bisschen. Ich glaube, alles kriegen wir tatsächlich nicht rein. Wir haben jetzt, glaube ich, wir haben so 6 Leiterchen. 5 kriegen wir, glaube ich, rein. Mhm. Vielleicht noch was quer oben drüber gelegt. Das war ja auch auf dem einen Vorschaubild so. Wir gucken mal. Hinsichtlich der Garvorgänge ist es egal, wie eng das gepackt ist, oder? Ich denke schon. Der Topf ist relativ dicht. Jeder hat sogar einen extra Rand. Mhm. Einen extra Auslass, wo man ich sag mal, Dampf reinlassen könnte. Oder aber eigentlich ist es gedacht, um einen Thermometer reinzustecken. Mhm. Und nach oben hin ist es unproblematisch, dass das wohl nach oben stiebelt. Ja, der Deckel hat ja auch nochmal Profil. Genau, eine gewisse Höhe. So, wie viele Leiter haben wir jetzt noch übrig? Noch eine. Und das ist jetzt totes Schwein. Das ist totes Schwein. Das ist
Ist auch gut so. Gibt es Rippchen auch aus totem Rind? Ich meine, ich hätte sowas schon mal gesehen, aber das ist zumindest hier nicht so ganz verbreitet, weil guter Deutsche kennt gern billig und dann nimmt man Schwein. Oder Geflügel. Geflügelrippchen? Nein, Geflügel. Nein, aber ich überlege gerade Geflügelrippchen. Aber so ein Huhn hat nicht viele Rippen, oder? Nee. Aber die haben doch so einen exorbitanten Brustkorb. Die müssten doch eigentlich auch voll viele Rippchen haben. Ja, das ist dann bei denen aber, glaube ich, alles Brustfleisch. Ach so, nein, Mist. Das ist ja im Gegensatz zu dem, was wir hier machen, sehr mager. Hm. Warte mal kurz, bevor du das da final drauf packst. Ja. Ich würde die zwei nochmal runternehmen und jetzt eine kleine Schicht oben drauf Barbecue-Soße verteilen. Ja. Und sowieso ein Foto zwischendurch. Genau, ich übernehme das. Es sieht zumindest spannend aus. Sagen wir so. Küchenpapier? Ja, für das erste. Guck mal, wie das mit dem Deckel ist. So. So passt das. Ohne Probleme. So nicht. Gut. Dann würde ich die beiden vielleicht einfach hochbringen, einfrieren. Ja, ich weiß nicht, hast wie viel Platz ich noch habe. Hast du noch hier? Ja. Nein. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich in meinem Gefrierfach überhaupt noch Platz habe. Aber da könnte man eventuell immer mit den anderen Bewohnern dieses Hauses sprechen. Ja. So, du sagst was von Barbecue-Soße. Da großflächig drüber? Naja, also schon zärtlich, aber halt so spiralisch. Das ist nicht spiralisch. Das ist eine Sternspirale. Ach, gutes Personal ist so schwer zu kriegen. Gut. Okay. Dann würde ich behaupten, ist dieser Teil des Prozesses abgeschlossen. Gut, dann. Warten wir jetzt auf die verbliebenen Truppenteile. Genau. Und dann wird angefeuert. Gut, dann beende ich vorläufig erstmal die Aufnahme und wir hören uns dann. So, nachdem wir ja jetzt alles in den Topf eingeschlichtet hatten und so weiter und so fort, war ja die ganze Sache erstmal grundsätzlich bereit für die finale Bearbeitung. Die finale Bearbeitung besteht darin, dass wir das Ding in den Grill stellen. Genau, also jetzt machen Briketts heiß, lassen sie durchglühen, tun dann in unserem Fall 8 unter den Topf und 5 auf den Topf und lassen das dann einfach 3 Stunden vor sich hin köcheln. Genau, und also es gibt eine von dem lieben Menschen, von dem wir das Rezept haben, ich werde das auch entsprechend verlinken, ist auch eine Tabelle dabei, wie viele Kohlen man nehmen soll, aber das müsst ihr so ein bisschen nach Gefühl machen, nehme ich an. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, was für Kohlen man nimmt. Und was für einen Topf man hat. Genau, also was für einen Topf, dafür ist die Tabelle da. Aber halt, jeder Hersteller hat da ein bisschen Unterschiede beim Briketts, deswegen braucht man da ein bisschen Erfahrung. Ansonsten kann man ja auch immer wieder nachdenken. Genau, und die Dauer des Köchelnlassens ist halt abhängig davon, wie sehr man das Fleisch haben will, also ob man will, dass es richtig vom Knochen fällt oder ob man es etwas bissfester haben will. Wir haben uns jetzt für die Es fällt von selber ab Variante entschieden. Genau. Gut, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch und wir hören uns dann zur Verkostung. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir den Dutch Oven 3 Stunden lang im Feuer stehen gehabt.
Die Ofenkartoffeln waren ungefähr 45 Minuten im Ofen bei 200 Grad. Die haben wir dann noch mit Käse bestreut, so wie wir es geplant haben. Der ist aber nicht gebräunt, sondern nur so ein bisschen angeschmolzen, sag ich mal, ne? Und ja, wir haben jetzt schon den ersten Testverzehr gestartet. Wie sind denn so die Meinungen? Von der Konsistenz her super. Also das Fleisch fällt wirklich quasi von den Knochen. Also man kann es halt sehr leicht abziehen. Geschmacklich hätte ich mir ein bisschen mehr Bums gewünscht. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen Paprika oder Chili ranmachen. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr Salz. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Ich gebe dir recht, der Bums hat gefehlt ein bisschen. Ich würde tatsächlich einfach die Soße ein wenig weniger dünn machen. Also vielleicht den Apfelsaft weglassen, weil Geschmack hat er, glaube ich, nicht viel gegeben. Weiß ich nicht. Aber zumindest, dass es nicht so dünn ist, die Soße. Ja. Und ich würde dir aber widersprechen an dem Punkt mit Paprika, weil paprikalastig war es mir sehr. Also eher mehr Salz und mehr Chili, hätte ich gesagt. Aber ansonsten, ich bin auch sehr zufrieden. Also ich habe ja auch relativ wenige funktionale Zähnchen. Und das Fleisch war für mich perfekt. Also da gibt's eigentlich überhaupt gar nichts zu meckern. Und ja, mit den Kartoffeln und so, das war, glaube ich, auch eine ganz gute Beilage. Das hat ganz gut dazu gepasst. Ja, also bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Das ist sehr schön. Ich bin auch glücklich damit. Ein letztes Wort noch. Wie ist die Nachbereitung für den Topf? Mit heißem Wasser ausspülen und einem sauberen Tuch halt auskratzen. Bei wirklich schweren Verkrustung oder sowas mit einem Stahlschwamm machen, das alles ohne Spülmittel. Also wichtig, kein Fettlöser in irgendeiner Form da dran. Genau, dann ja, das Ding quasi ja sauber machen, abtrocknen, am besten mit Zewa oder sowas und dann mit einem leichten Ölfilm nochmal einschmieren und wegstellen. Okay, gut, dann bedanken wir uns ganz sehr fürs Zuhören, es war uns wie immer eine Ehre. Ich bedanke mich beim Jonas. Das war wie immer schön. Hat Spaß gemacht. In diesem Sinne, wir hören uns demnächst wieder zum nächsten Dela-Kochstudio. Bis dann. Tschüss. Ciao.